Ziel des Projekts Smart Crowd Control for Tourism ist eine nachfrage- und kapazitätsgerechte Steuerung der Gästeströme. Damit wird auch eine Reduzierung von CO2-Emissionen erreicht. Bereits vor der Fahrt liefert das Projekt Informationen über die Auslastung von Parkmöglichkeiten. Gäste werden danach gezielt zu freien Stellplätzen geführt. Smart Crowd Control for Tourism ist übertragbar auf andere Regionen. Smart City-Ansätze aus Großstädten werden dabei erstmals auf Urlaubsregionen mittlerer Größe adaptiert. Wir sind die Tourismusagentur Lübecker Bucht. Mein Name ist Paul Stellmacher, ich bin Leiter der Online-Marketing-Abteilung und stellvertretender Vorstand. Wir sind verantwortlich für die touristische Vermarktung der Orte Scharbeutz, Sülzdorf und Neustadt-Holstein. Das umfasst die Bewerbung und das Gasterlebnis vor Ort. Meine Idee für den Tourismus nennt sich Smart Crowd Control for Tourism, kurz die Lenkung von Besucherströmen. Jedes Jahr kommen immer mehr Menschen in die Lübecker Bucht. Urlauber, an sich gut, aber es gibt auch eine Kehrseite. Verstopfte Straßen, volle Strände. Aber nur punktuell. Denn gleichzeitig haben wir Abschnitte auf unseren 22 Kilometer Küstenlinie, wo entspannte Leere herrscht. Dies soll mit einem vernetzten System zum Parkraummanagement überwunden werden. Dieser Smart City Ansatz ist noch nie auf eine Destination unserer Größe übertragen worden. Aber das schreckt uns nicht. Dank Lyft haben wir nun die Mittel, das Thema anzuschieben. Unsere Ziele: Besucherströme sinnvoll lenken, Individualverkehr reduzieren, CO2 einsparen, den ÖPNV und die Elektromobilität vor Ort zu fördern.